heute bei der prozentualen Wachstumsrate. Wir gehen von folgendem aus. Wächst ein Bestand im gleichen Zeitspannen immer um den gleichen Prozentsatz, den wir hier mal mit R% bezeichnen, so liegt exponentielles Wachstum mit einem Wachstumsfaktor. Und dieser Wachstumsfaktor setzt sich hier zusammen. Wachstumsfaktor B gleich 1 plus R Hundertstel. Dieses R sind die Prozente und die muss ich auf Hundert beziehen. So. Man nennt also dieses R prozentuale Wachstumsrate. So, nun kennen wir bereits mehrere Gleichungen für unser exponentielles Wachstum. Ich habe hier mal die genommen. B steht ja für Bestand, also B von N, ein beliebiger Bestand, ist B0. B0 steht für den Anfangsbestand und das ist unser Wachstumsfaktor. Tolle Gleichung, Vince. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt betrachten wir folgendes Beispiel. Da sage ich, eine Population besteht zu Beginn aus 80 Käfern, meinetwegen. Kann irgendwas anderes sein. Ihr Anteil nimmt pro Woche um konstant 5% zu. Relativ wenig. Ich glaube, Borkenkäfer haben eine höhere Prozentrate. Wir fragen, wie groß ist der Bestand der Käfer nach 2 Wochen? Beziehungsweise nach 10 Tagen. Bei der Lösung gehen wir nochmal von folgendem aus. Ich habe hier nochmal hingeschrieben, dass R gleich 5% ist. Dann haben wir nochmal B angegeben. Das B berechnet sich aus der Summe von 1 plus R durch 100. Und jetzt konkret wäre das dann B gleich 1 plus 500stel. 500stel sind aber 0,05. Und plus 1 sind 1,05. Haben wir. So, dann nehmen wir hier rüber. Jetzt soll ich den Bestand nach 2 Wochen ausrechnen. Also muss ich schreiben B von 2. Das ist Anfangsbestand, B von 0. Und dann aber Wachstumsfaktor hoch 2. Ja? Hier. Der Anfangsbestand war 80 Käfer. Mal B² habe ich nochmal geschrieben. B war aber 1,05, das Ganze hoch 2. Dann haben wir 80 mal 1,05 hoch 2 und das ergibt 88. Also haben wir nach 2 Wochen 88 Käfer. Wenig. Nun wollen wir die Zeit noch ein bisschen verringern, dann nehmen wir 10 Tage. Die beziehen wir aber dann auf die Wochen, deshalb muss ich schreiben B von 10 Siebentel. Wiederum Anfangsbestand B0 mal B hoch 10 Siebentel. Das sind 80 Anfangsbestand. B war 1,05 hoch 10 Siebentel. Und das sind mal gerade 86. Könnt ihr nachprüfen, würde ich sogar empfehlen. Ja, und jetzt legen wir los und rechnen auch ein paar Aufgaben und dann sind wir wieder die Kings. Bis dahin. Gut.